Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Jeder kleine Tod hilft anzunehmen bei Xalatat Klinge des Schwarzen Imperiums in Sturm Sanktal. An dieser Position ist die Folgequest von Befehle von Azshava. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf man hier auf dieser Insel Nagas töten. Mal schauen, ob ich welche finde. Hier hat jemand gerade welche getötet. Normalerweise sind hier einige. Und wie man sieht, musste ich ein bisschen weiterlaufen, um welche zu finden. Aber diese zählen auch dazu. Man muss nun diesen Balken füllen. Also so viele Nagas töten, bis sich der Balken gefüllt hat. Weiß jetzt nicht auch, ob auch andere Mobs zählen, die im Sturmsanktal zu finden sind oder generell im Battle for Azeroth Gebiet. Ich habe es mit allen Chars, also mit einem weiteren habe ich die Questreihe schon gemacht. Immer die Nagas hier auf der Insel getötet, weil es bringt ja nichts, weiter zu fliegen oder zu laufen, wenn man die Quest sowieso auf dieser Insel abgeben muss. Wie ihr seht, fühlt sich der Balken ziemlich flott. Normalerweise brauche ich jetzt nur noch einen Mob. Wisst was? Götten. Und dann sollte die Quest bereit zur Abgabe sein. Jawohl. So, nun darf ich wieder da hoch. Ich fürchte, ich muss jetzt irgendwie außen rum laufen. Ich glaube, hier geht's. So. Naja, ein bisschen außen rum muss man. Hatte leider Pech, dass jemand die Quest gemacht hat, kurz bevor ich sie angenommen habe. Ansonsten seht ihr, jetzt sind die Mobs auch da oben vorhanden. Ja, einmal um die Insel laufen. So, da komme ich hoch. Solltet ihr einen anderen Weg finden, da hochzukommen, von meiner Startposition aus, dürft ihr es gerne in die Kommentare posten. Hilft anderen Spieler. So, Quest ist abzugeben bei Xalatat Klinge des Schwarzen Imperiums im Sturm Sanktal an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.